Ja, ein Vortrag über Buddhismus und Sexualität zu geben, ist ein bisschen eine riskante Angelegenheit. Erstmal ist Sexualität für viele Menschen ein emotional beladenes Thema. Sexualität ist verbunden mit starken und manchmal vehement verteidigten festen Ansichten. Ja. Und andere Ansichten sind für uns in diesem Bereich manchmal sehr bedrohlich. Das zweite Problem ist eigentlich, dass es immer eine Lücke gibt zwischen unserer Vision, ja, wie wir sein könnten, und unserer Praxis, ja, wo wir wirklich sind. Wir wollen gerne da sein, aber wir sind eigentlich hier. Und deshalb über Sexualität zu reden, ist für mich auch eine große Herausforderung. Ich versuche immer zu leben, das zu leben, was ich sage. Und über Sexualität zu reden in Verbindung mit Buddhismus kann vielleicht bedeuten, dass ich Sachen sage, die ich noch nicht praktiziere. Und man kann mich natürlich immer darauf ansprechen. Also ich habe gemerkt bei der Vorbereitung von diesem Vortrag, ah ja, da ist eine ganze Menge drin, wo ich selbst auch noch weiter wachsen kann, selbst noch weiter praktizieren kann. Ja, Sex und Sexualität, zwei Worte. Ich möchte vielleicht mal kurz sagen, was ich in diesem Vortrag unter Sexualität verstehe. Das ist alle Arten von sexuellen Verhalten. Das geht von Aufmerksamkeit auf sich ziehen, ja, indem man zum Beispiel Make-up benutzt, ja, oder so ein Macho-Verhalten für Männer zeigt, ja, dass man versucht, die Aufmerksamkeit vom anderen Geschlecht oder vielleicht manchmal vom gleichen Geschlecht auf sich zu ziehen, bis sozusagen das Letzte, inklusive Geschlechtsverkehr. Ich merke, ich habe dabei manchmal Schwierigkeiten, dass ich die zwei Worte Sex und Sexualität durcheinander benutze. Das ist teilweise durch mein holländisch-englischen Hintergrund, wo vielleicht Sex ein wenig andere Bedeutung hat. Ja. In Deutschland habe ich jetzt verstanden, dass wenn man Sex sagt, dann meint man wirklich Geschlechtsverkehr. Weil in England, wenn man Sex sagt, dann ist das viel breiter, ist mehr wie Sexualität. Also ich hoffe, dass indem ich das sage, hoffe ich, dass es klar wird, dass ich manchmal die zwei Worte ein bisschen durcheinander benutze. Ja. Und dass es dann klar ist, dass wenn ich Sex sage, dass es vielleicht auch ein bisschen breiter sein kann. Ja, wie steht Buddhismus zu Sexualität? Bevor ich darauf eingehe, möchte ich eigentlich eine andere Frage stellen. Und das ist, was ist der Stellenwert von Sexualität in unserer Gesellschaft, in unserer modernen westlichen Gesellschaft? Erstmal ein praktischer Punkt. Wenn man so einschätzen würde, dass heute auf der ganzen Welt vielleicht 1 auf 50 Menschen Geschlechtsverkehr hat, dann bedeutet das, dass es heute 100 Millionen Menschen gibt, die Geschlechtsverkehr haben. Ja? Stell dich mal vor. Nein, stell dich mal nicht vor. Was ich eigentlich sagen will, ist, dass Sex, ja, ist eine große Sache. Viele Menschen beschäftigen sich damit, viele Menschen praktizieren es und man kann es nicht wegdenken. Auf einer mehr theoretischen Ebene würde ich sagen, dass es im Augenblick so 3 Ideologien gibt, die zusammen nebeneinander existieren. Es gibt erstmal eine konservative Ideologie. Ja? Und diese konservative Ideologie ist schon viele, viele Jahrhunderte alt und hat 2 Hauptansichten. Ja? Die erste Hauptansicht ist, dass Sexualität die Funktion hat, Kinder zu produzieren, und die Kernfamilie zusammenzuhalten. Das ist, viele werden das auch erkennen als eine Ideologie, die sehr stark im Christentum gegründet ist. Und dann das zweite Aspekt davon ist, dass Sex aus Lust, ja, aus Begierde, einfach was Spaß macht, ist schlecht und sündig. Diese Ideologie ist natürlich nicht mehr populär. Ja? Also wir haben vor 30 Jahren die sexuelle Revolution gehabt, alles hat sich geändert. Und viele Leute sagen, ja, da kann ich mich überhaupt nicht mehr damit identifizieren. Aber
Ich glaube, die sexuelle Revolution hat nur an der Oberfläche von dieser Ideologie gekratzt. Ja? Ich glaube, dass tief in uns eigentlich wir diese Ideologie noch mit uns mittragen, ob wir das wollen oder nicht. Es ist einfach unbewusst eingebaut, ja? Weil es so viele Jahrhunderte standgehalten hat. Also, zwei Hauptfolgen gibt es da von dieser Ideologie. Erstmal, dass die Kernfamilie, ja, Vater, Mutter, Kinder, ist der Grundstein der Gesellschaft, noch immer, wie ich sage, obwohl es weniger und weniger wird. Und die zweite Folge ist, dass Sexualität leider für viele Menschen umgeben ist mit einer ganzen Menge von unbewussten Schuld- und Angstgefühlen. Sehr viele Menschen haben große Schwierigkeit, einfach Sex zu genießen. Weil da doch das Idee noch unbewusst da ist, ja, eigentlich ist es schlecht, eigentlich ist es sündig, eigentlich soll ich das nicht. Gut, dann die zweite Ideologie ist die progressive Ideologie, die so vor 30 Jahren, in den 60er und 70er Jahren entstanden ist, wenn wir die sexuelle Revolution gehabt haben. Auch hier gibt es zwei Hauptansichten. Die erste Ansicht ist, dass Sexualität das höchste Gut der Menschheit ist und Sex das höchste Genuss. Vielleicht ist das ein bisschen schwarz-weiß geschildert, ja? Vielleicht ist es nicht ganz so. Aber jedenfalls ist da eine ganze Menge drin. Ja? Sex ist ganz stark nach vorne geschoben. Ja? Das ist, warum es im Leben geht. Ja? Vielleicht nicht bewusst, aber jedenfalls sehr viel von unserer Energie geht in diese Richtung. Und die zweite Ansicht ist, dass sexuelle Befriedigung unerlässlich ist, unentbehrlich für menschliches Wohlsein. Auch diese Ideologie hat einige Folgen. Ja. Die erste Folge ist, dass es eine enorme Überbewertung von Sex und sexuellen Beziehungen in unserem Leben gibt. Sex ist überall. Ja. Heutzutage kann man eigentlich nichts mehr machen, sich nicht mehr anbucken, nichts mehr tun, oder dieses sexuelle Element kommt rein. Ich habe das sehr klar gemerkt in den letzten zwei Monaten. Ich war über den Winterzeit war ich 6 Wochen in Südspanien. Ich habe da eine Meditationszeit gemacht, alleine, in einem kleinen Haus. Und über die Zeit habe ich einfach niemand gesehen. Ja. Es gab einen Freund von mir, der daneben, so ein paar hundert Meter weiter wohnte, und er hat mir Lebensmittel gebracht. Und wir haben einander nur am Anfang und Ende so getroffen. Und zwischendurch war ich einfach völlig allein. Ich hatte keine Kontakte. Ich habe einfach die Möglichkeit gehabt, mich mit Meditation zu beschäftigen und mich mit Studium von der buddhistischen Lehre zu beschäftigen. Und ich hatte da auch, ich hatte einen Roman dabei und ein Buch über Geschichte und sonst hatte ich Bücher über Buddhismus dabei und da habe ich viel drin studiert. Und ich habe gemerkt, in dieser Zeit gab es einfach keine sexuelle Stimulierung. Ja? Es gab nichts, was mir sozusagen von außen an Sex erinnert hat. Es gab schon manchmal von innen Sachen, die mir daran erinnert haben. Ja? Aber ich merkte, ich wurde eigentlich sehr ruhig in diesem ganzen Bereich. Ja? Ich habe einfach weniger und weniger daran gedacht und ich merkte, auf dem Punkt war es einfach verschwunden. Wenn ich dann nach 6 Wochen rausgekommen bin, dann war es wirklich ein Schock zu merken, wie viele sexuelle Elemente überall sichtbar sind. Das fängt sofort an, man kommt auf die Straße und man sieht Werbung. Ganz große Anzeigen, 2x5 Meter groß, mit 2 große Brüste drauf, ja, in Granada. Und ich dachte, oh, das ist ein bisschen viel. Ne? Und ich gehe um die Ecke der Straße und da kommt der nächste. Ja? Also ständiger Fluss von sowohl grobe als auch ganz subtile sexuelle Signale. Ja? Es kann auch einfach sein, so, dass man sich eine Anzeige für ein Auto versteht, eine gut gekleidete, attraktive Frau annimmt. Ne? Kleine Stimulanzen, kleine Art und Weise, worauf wir stimuliert werden. Man braucht noch kaum zu sprechen von Zeitungen, ja? Oder Kino, ja? Oder Fernsehen. Was man, ja, welche Situationen sich man auch denkt, ja, in diese westliche Gesellschaft, überall trifft man mit sexuellen Bildern, mit sexuellen Reizen.
Die zweite Folge von dieser progressiven Ideologie ist, dass wir durch diese ständige Stimulierung auch ganz subtil eine ständige Unzufriedenheit haben und deshalb eine neurotische Abhängigkeit von Sex entwickelt haben. Weil es immer so ständig so angereizt, ja, die Realität ist, dass man diese Reize nicht ständig auch erfüllen kann. Also ständig immer so in einer Situation, dass man das Gefühl hat, ey, ich will doch etwas. Ja, aber was ist das? Ja, und unterschwellig ist es oft, sind es oft sexuelle Begierde, die wir vielleicht ja, bewusst überhaupt nicht wahrnehmen. Und in denen auch die sexuelle Beziehung so unglaublich wichtig geworden ist in unserer Gesellschaft, verbringen wir auch eine ganze Menge Zeit und Energie damit, entweder unsere existierende Beziehung in Stand zu halten, ja, oder uns neue Beziehungen zu suchen. Und ja, vielleicht klingt das viel, aber ich würde sagen, dass vielleicht mehr als 50% von unserer Energie in diese Richtung geht. Man kann nur bedenken, dass viele Leute haben einen Job, ja, und sie brauchen einen Job, weil sie eine Familie haben. Ja. Und sie haben eine Familie, weil sie eine sexuelle Beziehung haben wollen. Und so sind Sachen miteinander verbunden. Ja. Man muss die Familie unterhalten, man hat damit angefangen. Ja. Also viele von unserer Energie geht einfach in irgendwelche Art und Weise in diese Richtung. Und die dritte Folge ist, dass weil es eine Kluft gibt zwischen der Realität und das, was wir wollen, ja, wir wollen vielleicht mehr, aber die Realität bietet das nicht, gibt es auch eine ganze Menge Verwirrung. Ja. Wir sind ständig auf der Suche nach der richtigen Partner. Ja. Viele Leute sind in einer Position, dass sie verzweifelt wechseln von einer sexuellen Beziehung zu einer anderen sexuellen Beziehung, weil sie immer versuchen, die ideale sexuelle Beziehung zu finden. Weil es in unserer Gesellschaft das Bild gibt von einer idealen sexuellen Beziehung. Aber das Bild in sich selbst ist eine Illusion. Ja? Das gibt es einfach nicht. Und diese konservative und progressive Ideologie sind eigentlich so zwei Extreme, aber die sind nicht unabhängig voneinander. Ja? Eigentlich, was man oft sieht, ist, dass Leute von einer Ideologie in den anderen schwingen. Ja? Vielleicht fängt man an mit ja, eine ganz freie Einstellung zu Sex und mit mehreren Beziehungen und so weiter, und dann früher oder später entscheidet man zu heiraten. Ja? Das ist man wieder in einer anderen Ideologie, in konservativen Ideologie. Und das geht dann vielleicht einige Jahre gut, und dann geht es noch falsch, und dann kommt die Trennung, und dann entscheidet man wieder in eine andere extreme Reihe zu geraten. Dann kommt wieder die Reihe von schnell wechselnden Beziehungen. Bis man vielleicht dann glaubt, man hat die ideale Partner gefunden und dann heiratet man wieder. Gut, das sind die zwei Hauptideologien. Die dritte Ideologie ist vielleicht nicht so eine Hauptideologie, aber gewinnt sehr schnell an Wichtigkeit. Und vielleicht könnte ich sagen, die ersten zwei sind mehr von emotionaler Art und diese dritte hat auch teilweise schon intellektuelle Hintergrund hinter sich. Und ich würde sagen, es ist mehr ein Produkt von den 80er und 90er Jahren. Und diese Ideologie ist eine aggressive Hassideologie. In dieser Ideologie ist männliche Sexualität das Böse. Und weibliche Sexualität ist das Gute. Ja. Männer sind aggressiv, bösartig, gewalttätig. Frauen sind sanft, liebevoll, sorgsam. Und männliche Sexualität ist der Stock, womit Männer durch die Jahrhunderte Frauen geschlagen und unterdrückt haben. Und das Extrem von dieser Ideologie ist die Aussage, die wir mehrmals gelesen haben oder gehört haben, alle Männer sind letztendlich Vergewaltiger und alle Frauen sind letztendlich Opfer. Die Folgen von dieser Hassideologie ist ein verzerrtes, hasserfülltes Weltbild. Es ist ein Produkt von ja, intellektuellem Fanatismus und hat nur teilweise etwas mit der Realität zu tun. Was es verursacht hat, ist, glaube ich, oder was es verursacht im Augenblick, ist mehr und mehr eine Identitätskrise für Männer. Ja. Männer, die eigentlich dieses Weltbild annehmen,
und anfangen zu glauben, dass sie wirklich so sind, ja, oder vielleicht teilweise so sind, und das Vertrauen in ihre eigene Männlichkeit verlieren. Gleichzeitig gibt es auch eine Entfremdung für Frauen. Ja. Frauen, die sich nicht in diesem Bild erkennen, glauben, dass sie doch eigentlich so vielleicht denken sollen und nicht mehr wissen, wo sie stehen. Andere Formen sind zum Beispiel, was man mal positive Diskrimination nennt. Ja? Die Neigung, Frauen in bestimmte Situationen vorzuziehen. Aber ich glaube, es kann keine positive Diskrimination geben ohne negative Diskrimination. Diskrimination in aller Fälle ist Diskrimination. Dann gibt es etwas an der positiven und etwas an der negativen Seite. Und noch eine vierte Folge ist diese weitere Ideologie, die in den letzten Jahren auch vor allem in Amerika sehr schnell populär wird, ist das von politischer Korrektheit. Dass bestimmte Ansichten, bestimmte Meinungen sind absolut richtig. Wenn man sich nicht daran hält, dann wird man zum Opfer gemacht, wird man ausgestoßen, wird man sehr stark bekritisiert. So eine Art von Ideologie, die es zu Ideologie macht, andere Menschen eine Ideologie aufzuzwingen und anderes Denkende zu Schweigen zu bringen. Also es ist die Tyrannie der standardisierten Meinung. Gut, das sind drei Ideologien, die wir im Augenblick alle erfahren. Wir sind alle unter Einfluss von diesen drei Ideologien. Ja? Und das meiste von diesem Einfluss ist unbewusst. Gut, wie steht dann Buddhismus zur Sexualität? Eigentlich gibt es im Buddhismus keine Sexualitätsideologie. Das gibt es einfach nicht. Was es gibt, sind einfach praktische Feststellungen, ja? Praktische Wahrnehmungen. Der Buddhismus guckt sich die Realität an und sagt, so, das und das sehe ich, das passiert. Also was die Wahrnehmung sind, dass fast alle Menschen sexuell aktiv sind. Und warum? Erstmal, Sexualität ist ein sehr, sehr starker biologischer Trieb. Es gehört einfach zu unserer Biologie, dass wir Sex haben wollen. Und wenn es das nicht geben würde, würde es keine Existenz geben. Ja, Sexualität macht es möglich, dass neue Kinder geboren werden und neue Generationen aufwachsen und dass das Leben weitergeht. Und es gibt nicht nur diesen sexuellen Trieb, es ist auch, dass Sex einfach Spaß macht. Es ist toll. Das heißt, es ist toll auf einer bestimmten Ebene. Ich werde darauf zurückkommen. Sex ist verbunden mit sehr starker Begierde und Lust. Und man braucht einfach seine eigene Erfahrung anzugucken, dass das so ist. Aber Lust bringt Frust und Leidenschaft schafft Leiden, sag mal. Es ist nicht, dass Sex selbst das Problem ist. Aber es ist, dass durch Sex wir oft in ein ganz komplexes System von Erwartungshaltungen reinkommen. Projektionen auf einen anderen Mensch. Ja. Diese Mensch, von dem wir das haben wollen, da fangen wir an, eine ganze Menge andere Sachen drauf zu projektieren, die oft überhaupt nicht dazu gehören. Wenn wir von jemand anderem so gezogen sind, sexuell, ja, und wenn wir uns sogar verlieben, dann fängt dieser Prozess an. Wir machen aus dieser Person, worauf, ja, wozu wir angezogen sind, machen wir einen riesigen Haufen von Qualitäten, ja, die wir nur selbst sehen, ja, und auch nur so lange sehen, als dass wir verliebt sind. Wenn unsere Verliebtheit vorbei ist, dann denken wir, was war das denn? Ja? Das bedeutet, bedeutet nicht, dass alle Qualitäten, die wir wahrnehmen, Illusionen sind, ja. Manche davon werden wirklich Qualitäten sein, aber manche auch nicht. Es sind vielleicht unsere eigenen Qualitäten, die wir nicht mehr in uns selbst erfahren, aber auf diese andere Person projizieren. Und dann ist natürlich das Problem, dass wir können zwar diese Person vor Augen haben, mit der wir gerne schlafen wollen,
Aber es bedeutet nicht, dass diese Person das auch will. Und je weniger diese Person das will, desto größer wird unsere Verlangen. Das ist ganz unangenehm. Im Buddhismus findet man manchmal ein Bild für diese Situation. Das Bild sagt, Sex ist wie Honig auf einer Rasierklinge. Es schmeckt so lecker, aber man will weiter liegen. Und dann kommt man auf die Rasierklinge. Und dann kommt, dann verwundet man sich. Das tut weh. Ein Ordensmitglied, was Jahre hier im Zentrum mitgearbeitet hat, eine Frau, Gunnar Vati, sie wohnt jetzt in London, hat vor einem Jahr so zu mir gesagt, im Buddhismus redet man nicht mehr über Leiden und ja, das Unbefriedigte, das kennt man normalerweise als Dukkha, ja? Man redet immer über Dukkha, dass das Leben nicht wirklich befriedigt und Leiden bringt. Und dann sagt der Buddha, ja, Dukkha, das ist geboren werden, ja, krank werden, alt werden und sterben. Das ist so eine Standardformulierung. Und Gunivati sagt zu mir, das stimmt nicht. Ja. Leiden ist sexuelle Beziehung. Sie ist eine ältere Frau, sie ist 60 Jahre alt, sie ist Anagarika, das bedeutet, dass sie selbst Keuschheit praktiziert. Aber sie redet einfach über ihre Erfahrung als Ordensmitglied mit sehr vielen junge Frauen, junge Männer, die sie so über die Jahre getroffen hat und wo sie ständig wieder gemerkt hat, wenn sie mit diesen jungen Menschen anfängt zu reden über ihre persönliche Sachen, vielleicht schaffen sie es eine halbe Stunde über andere Sachen zu reden, aber früher oder später kommt das Thema von Sex auf und dann all diese Probleme, die die Leute haben, ja? All diese Verliebtheiten, die nicht ganz stimmen und so weiter. Dann sagt Buddhismus, Frust und Leiden hören auf, wenn man Sex aufgeben kann. Ich sage aufgeben kann, ich sage nicht aufgibt. Ja? Weil man kann es vielleicht aufgeben, aber man ist eigentlich nicht so weit. Ja? Man ist, das Aufgeben kann nur erfolgreich sein, wenn es auf eine bestimmte geistige oder spirituelle Entwicklung zurückgeht. Ja? Wenn es von dieser Entwicklung unterstützt wird. Wenn man so eine Entwicklung durchgeht, dann kann es sein, dass man auf einen Punkt kommt, dass man Leiden, Sexualität aufgeben kann. Und man merkt dann, dass man eigentlich viel glücklicher wird. Ja? Und das ist eine Art von Glück, die sich auf einer anderen Ebene befindet, als die Freude, die man auch durch Sex und Sexualität kriegen kann. Ja, aber das verneine ich nicht, dass das auch so ist. Aber es gibt eine andere Ebene, worauf man durch große, tiefe sexuelle Zufriedenheit noch viel glücklicher sein kann, als wenn man eine erfolgreiche sexuelle Beziehung hat. Oder auch vielleicht keine sexuelle Beziehung, aber es einfach auch erfolgreich selbst schafft. Also, Buddhismus kennt ein Keuschheitsideal. Aber es ist nicht ein Keuschheitsideal in dem Sinne, dass Keuschheit in sich selbst, oder die Enthaltung von Sex in sich selbst Wert hat, aber mehr das Keuschheitsideal hat damit zu tun, dass wenn wir uns von Sex enthalten, dann entsteht etwas anderes, was noch schöner ist, eine größere Freude, die noch schöner ist als die kleinere Freude von, was man sagen, gelungener Sexualität. So oft gibt es ungelungene Sexualität. Also verzichten auf Sex hat nur wirklich Sinn, wenn man in einem Prozess von geistiger Entwicklung ist. Ja, wenn diese geistige Entwicklung dann auch uns trägt in unsere Entscheidung, uns von Sex oder sexueller Beziehung zurückzuziehen. Und ich komme noch weiter darauf zurück. Gut, das sind drei Ideologien, die wir im Augenblick alle erfahren. Wir sind alle unter Einfluss von diesen drei Ideologien. Ja? Und das meiste von diesem Einfluss ist unbewusst. Gut, wie steht dann Buddhismus zu Sexualität? Eigentlich gibt es im Buddhismus keine Sexualitätsideologie.
Das gibt es einfach nicht. Was es gibt, sind einfach praktische Feststellungen, ja, praktische Wahrnehmungen. Der Buddhismus guckt sich die Realität an und sagt, so, das und das sehe ich, das passiert. Also die Wahrnehmungen sind, dass fast alle Menschen sexuell aktiv sind. Und warum? Erstmal, Sexualität ist ein sehr, sehr starker biologischer Trieb. Es gehört einfach zu unserer Biologie, dass wir Sex haben wollen. Und wenn es das nicht geben würde, würde es keine Existenz geben. Ja? Sexualität macht es möglich, dass neue Kinder geboren werden und neue Generationen aufwachsen und dass das Leben weitergeht. Und es gibt nicht nur diesen sexuellen Trieb, es ist auch, dass Sex einfach Spaß macht. Es ist toll. Das heißt, es ist toll auf einer bestimmten Ebene. Ich werde darauf zurückkommen. Sex ist verbunden mit sehr starken Begierde und Lust. Und man braucht einfach seine eigene Erfahrung anzugucken, dass das so ist. Aber Lust bringt Frust und Leidenschaft schafft Leiden, sagen wir. Es ist nicht, dass Sex selbst das Problem ist. Aber es ist, dass durch Sex wir oft in ein ganz komplexes System von Erwartungshaltungen reinkommen. Projektionen auf einen anderen Mensch. Ja? Diese Mensch, von dem wir das haben wollen, da fangen wir an, eine ganze Menge andere Sachen drauf zu projektieren, die oft überhaupt nicht dazu gehören. Wenn wir von jemand anderem so gezogen sind, sexuell, ja, und wenn wir uns sogar verlieben, dann fängt dieser Prozess an. Wir machen aus dieser Person, worauf, ja, wozu wir angezogen sind, machen wir einen riesigen Haufen von Qualitäten, ja, die wir nur selbst sehen, ja, und auch nur so lange sehen, als dass wir verliebt sind. Wenn unsere Verliebtheit vorbei ist, dann denken wir, was war das denn? Ja? Das bedeutet, dass nicht, dass alle Qualitäten, die wir wahrnehmen, Illusionen sind. Ja? Manche davon werden wirklich Qualitäten sein, aber manche auch nicht. Das sind vielleicht unsere eigenen Qualitäten, die wir nicht mehr in uns selbst erfahren, aber auf diese andere Person projizieren. Und dann ist natürlich das Problem, dass wir können zwar diese Person vor Augen haben, mit der wir gerne schlafen wollen, aber es bedeutet nicht, dass diese Person das auch will. Ja? Und je weniger diese Person das will, desto größer wird unsere Verlangen. Das ist ganz unangenehm. Im Buddhismus findet man manchmal ein Bild für diese Situation. Ne? Das Bild sagt, Sex ist wie Honig auf einer Rasierklinge. Es schmeckt so lecker, aber man will weiter liegen. Und dann kommt man auf die Rasierklinge. Ja? Und dann verwundet man sich. Das tut weh. Ein Ordensmitglied, was Jahren hier im Zentrum mitgearbeitet hat, eine Frau, Gunda Vati, sie wohnt jetzt in London, hat vor einem Jahr so zu mir gesagt, im Buddhismus redet man nicht mehr über Leiden und ja, das Unbefriedigte, das kennt man normalerweise als Dukkha, ja? Man redet immer über Dukkha, dass das Leben nicht wirklich befriedigt und Leiden bringt. Und dann sagt der Buddha, ja, Dukkha, das ist geboren werden, ja, krank werden, alt werden und sterben. Das ist so eine Standardformulierung. Und Gunda Vati sagt zu mir, das stimmt nicht. Ja. Leiden ist sexuelle Beziehungen. Sie ist eine ältere Frau, sie ist 60 Jahre alt, sie ist Anagarika, das bedeutet, dass sie selbst Keuschheit praktiziert. Aber sie redet einfach über ihre Erfahrung als Ordensmitglied mit sehr vielen junge Frauen, junge Männer, die sie so über die Jahre getroffen hat und wo sie ständig wieder gemerkt hat, wenn sie mit diesen jungen Menschen anfängt zu reden über ihre persönlichen Sachen, vielleicht
schaffen Sie es eine halbe Stunde, über andere Sachen zu reden, aber früher oder später kommt das Thema von Sex auf und dann all diese Probleme, die die Leute haben. Ja? All diese Verliebtheiten, die nicht ganz stimmen und so weiter. Dann sagt Buddhismus, Frust und Leiden hören auf, wenn man Sex aufgeben kann. Ich sage aufgeben kann, ich sage nicht aufgibt. Ja? Weil man kann es vielleicht aufgeben, aber man ist eigentlich nicht so weit. Ja, man ist, das Aufgeben kann nur erfolgreich sein, wenn es auf eine bestimmte geistige oder spirituelle Entwicklung zurückgeht. Ja? Wenn es von dieser Entwicklung unterstützt wird. Wenn man so eine Entwicklung durchgeht, dann kann es sein, dass man auf einen Punkt kommt, dass man leiden, Sexualität aufgeben kann. Und man merkt dann, dass man eigentlich viel glücklicher wird. Ja. Und das ist eine Art von Glück, die sich auf einer anderen Ebene befindet, als die Freude, die man auch durch Sex und Sexualität kriegen kann. Ja, aber das verneine ich nicht, dass das auch so ist. Aber es gibt eine andere Ebene, worauf man durch große, tiefe sexuelle Zufriedenheit noch viel glücklicher sein kann, als wenn man eine erfolgreiche sexuelle Beziehung hat. Oder auch vielleicht keine sexuelle Beziehung, aber es einfach auch erfolgreich selbst schafft. Also, Buddhismus kennt ein Keuschheitsideal. Aber es ist nicht ein Keuschheitsideal in dem Sinne, dass Keuschheit in sich selbst, so die Enthaltung von Sex in sich selbst Wert hat, aber mehr das Keuschheitsideal hat damit zu tun, dass wenn wir uns von Sex enthalten, dann entsteht etwas anderes, was noch schöner ist, eine größere Freude, die noch schöner ist als die kleinere Freude von, was man sagen, gelungener Sexualität. So oft gibt es ungelungene Sexualität. Also verzichten auf Sex hat nur wirklich Sinn, wenn man in einem Prozess von geistiger Entwicklung ist. Ja, wenn diese geistige Entwicklung dann auch uns trägt in unsere Entscheidung, uns von Sex oder sexueller Beziehung zurückzuziehen. Und ich komme noch weiter darauf zurück. Um ein besseres Verständnis zu kriegen, welche Stellenwert Sexualität eigentlich im Menschenleben hat, möchte ich mich nochmal ein bisschen mehr angucken, was ist denn eigentlich der Mensch oder wer ist denn eigentlich der Mensch? Im Buddhismus sagt man, der Mensch hat drei Hauptebenen. Ja? Sein Körper, sein Geist und die dritte Hauptebene ist sein spirituelles Potenzial. Es ist ein Potenzial, es ist nicht etwas, was von Anfang an verwirklicht ist. Aber es ist etwas, was verwirklicht werden kann. Also vielleicht fangen wir nur an mit Körper und Geist und es gibt noch nicht viel Spirituelles, aber das Potenzial ist da und das können wir entwickeln. Und zusammenhängend mit diesen drei Aspekten vom Menschsein gibt es drei Ebenen, worauf wir funktionieren können. So, mit Bezug auf den Körper gibt es die Funktion auf die körperliche oder biologische Ebene. Da gibt es sowohl primäre als sekundäre Bedürfnisse. Die primären Bedürfnisse, die wir als Mensch haben, körperliche Bedürfnisse, sind eigentlich Vielfalt. Erstmal Nahrung, wir brauchen Essen und Trinken. Wir brauchen Beschützung im Sinne von Kleidung und Unterkunft. Wir brauchen Schlaf und Entspannung, um auszuruhen. Und wir brauchen eine gute Gesundheit. Wenn ich diese vier Ebenen so nebeneinander gesehen habe, dann habe ich mich erinnert an eine alte buddhistische Tradition. Der Mönch im Buddhismus, also jemand, der dafür gewählt hat, einen spirituellen Weg zu folgen, und das als Mönch machen will, oder Nonne, ja, diesem Mönch ist, sind vier Besitztümer erlaubt, vier Arten von Unterstützung erlaubt und acht Besitztümer erlaubt. Und wenn wir uns diese vier und acht angucken, dann können wir
sehr schön sehen, wie diese 4 und 8 Sachen sozusagen genau die primären Bedürfnisse entsprechen. Also was für Arten von Unterstützung darf ein buddhistischer Mönch haben? Er darf Almosen empfangen. Und Almosen, das ist seine Nahrung. Also er braucht etwas zu essen. Deshalb, weil er seine ganze Zeit damit beschäftigt, sich spirituell zu entwickeln, durch Meditation und Studium und Kommunikation mit anderen Menschen, er hat keine Zeit, um einen Job zu nehmen und für seine Nahrung zu arbeiten. Also er hat die Möglichkeit, Almosen zu empfangen. Eben in der Nahrung. Dann darf er Roben aus Lumpen tragen. Das ist seine Kleidung. Braucht er auch. Dann darf er unter einem Baum wohnen. Das ist seine Unterkunft. Und auch die Möglichkeit, wo er schlafen kann. Und dann darf er auch noch Rinderurin als Medikament benutzen. Wir reden über 2500 Jahre zurück in Indien, wo das eine ganz normale Sache war. Ja? Rinderurin als Medikament. Also das ist seine Gesundheit. Dann darf er 8 Besitztümer haben, 3 Roben mit einem Gürtel, das sind 4, ja? Dann ein Nadel, weil er muss manchmal seine Roben nähen, seine Bettelschale, das ist dann für seine Nahrung, eine Wasserseihe, auch mit Nahrung verbunden, um reines Wasser zu kriegen, und eine Rasierklinge. Das gehört auch und na, vielleicht Gesundheit, ich weiß nicht. Also das sind die 8 Sachen, die er haben kann, also um sich selbst seine primären Bedürfnisse zu versorgen. All seine anderen Bedürfnisse sind abgedeckt von seinem spirituellen Leben. Kommen wir zurück vom Mönch zu uns, ja, uns Menschen. Wir haben auch, also, sekundäre körperliche Bedürfnisse. Und das sind wahrscheinlich viele, wir werden nur 3 nennen. Erst haben wir mal Bedürfnis an Körperkontakt. Ja. Wenn wir niemals andere Menschen berühren, und vor allem ist das wichtig für Kinder, dann entsteht schon eine ganz große Einsamkeit. Ja. Wir brauchen Körperkontakt. Wir brauchen Streicheleinheiten. Ja. Wir brauchen manchmal das Kontakt mit einem anderen Menschen zu haben, der uns körperlich berührt auf eine liebevolle Weise. Ganz wichtig. Anderes sekundäre Bedürfnis ist einfach Bequemlichkeit und Entspannung. Wir können nicht ständig unter großem Stress, großen Schwierigkeiten sein. Wir brauchen Zeiten, wo wir einfach Komfort erfahren und Entspannung. Und dann dritte und letzte sekundäre Bedürfnis, ich habe schon gesagt, das ist Sexualität, ja, sexuelle Kontakte. Es ist ein sekundäres Bedürfnis. Das ist eine Meinung, die nicht immer geteilt wird. Viele Leute glauben, es ist ein absolut primäres Bedürfnis. Ich würde sagen, nein. Man kann auch leben ohne Sex. Man braucht zu essen, ja, man braucht zu schlafen, aber man kann leben ohne Sex. Das ist ein sekundäres Bedürfnis. Und eine körperliche, biologische Bedürfnis. Dann komme ich auf die 2. Ebene, verbunden mit Geist, das ist die psychologische Ebene. Auch wieder hier einige Bedürfnisse. Also die Liste sind nicht vollständig, ja. Das ist einfach, was ich so in meiner Reflexion aufgeschrieben habe. Erstmal als Menschen brauchen wir engagierte Beschäftigung. Ja? Wir brauchen etwas zu haben, was uns wirklich interessiert, ja? Was uns Freude bringt, was uns abhält von Langeweile. Wir brauchen engagiert zu sein. Etwas, worin wir unsere Energie reinstecken können. Wir haben zumindest eine ganze Menge Energie. Wenn wir das nicht benutzen, dann wendet es sich gegen uns. Dann werden wir grumpig und negativ und aggressiv und was auch. Also wir brauchen eine positive, engagierte Beschäftigung. Dann brauchen wir Kommunikation. Unser Geist braucht Austausch mit anderen Geistern, mit anderen Menschen auf einer geistigen Ebene. Wir brauchen es, über unsere Ideen zu kommunizieren, über unsere Gefühle zu kommunizieren. Wenn wir das immer so ständig in uns reinhalten,
dann kann es auch leicht passieren, dass wir Kontakt verlieren mit unseren Gefühlen und Gedanken. Dann brauchen wir Zuneigung. Aber Zuneigung ist nicht notwendig, Zuneigung von einem sexuellen Partner. Es kann jede Art von Zuneigung sein. Weil wir Sex und sexuelle Beziehungen so zentral in unserem Leben gestellt haben, oder weil diese Ideologie sich entwickelt hat, glauben wir vielleicht, dass Zuneigung immer und nur von unserem sexuellen Partner kommen muss. Und das stimmt nicht. Wir können auch Zuneigung von unseren Eltern kriegen, Zuneigung von unseren Kindern, Zuneigung von Freunden. Und das ist vielleicht etwas, was das Letzte, Zuneigung von Freunden, ist etwas, was nicht viele haben. Freundschaft ist im Allgemeinen eine sehr wenig praktizierte Sache. Ne? Wir haben Bekannten, ne? Wir haben Nachbarn und so weiter. Aber wie viele Leute haben Freunde? Das ist so ein Bereich, was, ich glaube, gerade durch diese Überbewertung von sexueller Beziehungen so in der Ferne gerückt ist. Ne? Wir finden es ganz normal, dass wenn wir 18, 19, 20 sind, dass wir Freunde haben. Ne? Aber diese Freunde heiraten, dann sind sie weg. Finden wir auch ganz normal. Aber es ist nicht so, es ist nicht normal. Warum sollen sexuelle Beziehungen Freundschaften ersetzen? Freundschaften sind sehr wertvoll und brauchen auch Motivierung. Andere Bedürfnisse, ja, die hängen eigentlich alle viel miteinander zusammen, sind Nähe und Intimität. Ja, wirklich intim sein zu können mit einem anderen Mensch. Wirklich sich selbst zeigen zu können. Ja, sein Herz öffnen zu können. Wir haben in unserer Gesellschaft eine sehr starke Trennung zwischen sozusagen das Leben, was um uns herum geht, stattfindet, und unserem Privatleben. Ja. Und viel von uns selbst findet nur in diesem Privatleben statt. Und da haben wir vielleicht Kontakte, wo wir uns selbst zeigen können. Wenn man das nicht hat, dann hat man einen großen Mangel. Also Intimität ist ein wichtiges spirituelles Bedürfnis. Was ich nicht in dieser Liste habe, ist Sex. Sex ist kein psychologisches Bedürfnis. Es gibt natürlich psychologische Elemente in unsere sexuellen Kontakte und in unsere Sexualität. Ja, die sind damit verbunden. Aber letztendlich ist Sex etwas Körperliches. Und die mehr, sozusagen, die psychischen Elemente sind mehr Sachen wie Zuneigung, die wir brauchen, ja, Freundschaft, Intimität, Nähe. Das sind die Elemente auf der biologischen Ebene. Dann komme ich zu der dritten Ebene, verbunden mit unserem spirituellen Potenzial. Also das ist dann die spirituelle Ebene. Auch da haben wir Bedürfnisse. Viele Menschen sind sich, glaube ich, diese Bedürfnisse nicht oder kaum gewahr. Aber es gibt spirituelle Bedürfnisse, weil wir haben alle ein spirituelles Potenzial. Alle die Möglichkeit, uns zu entwickeln. Also die Bedürfnisse sind erstmal die Bedürfnisse an Entwicklung selbst, an persönliche Entfaltung, ja, an Entfaltung von unseren eigenen Qualitäten. Wir haben Bedürfnis daran, unseren Geist völlig zu entfalten, durch die Entwicklung von Achtsamkeit zum Beispiel, von Klarheit, ja, die Entwicklung von Freundlichkeit, liebevolle Freundlichkeit und die Entwicklung von Weisheit. Wir haben tief in uns ein sehr großes Bedürfnis, das Leben zu verstehen. Zu verstehen, wie wir funktionieren, wie andere Menschen funktionieren, wie unser Kontakt mit anderen Menschen funktioniert, ja, wie das ganze Leben funktioniert. Wir wollen wirklich eigentlich die Dinge sehen, so wie sie sind. Und im Buddhismus sagt man, ja, wenn man nicht erleuchtet ist, dann schafft man das nicht. Dann sieht man die Dinge nicht, so wie sie sind. Man sieht eigentlich nur alles Gefahr, verdreht. Ja. Wir gucken uns die Wirklichkeit an und in unsere Wahrnehmungen verdrehen wir es so, dass sie unsere Bedürfnisse passt. Aber das ist nicht die Realität. Und wenn wir das machen, dann werden wir ständig merken, dass die Realität unseren Bedürfnissen nicht entspricht, unsere Erwartungen nicht entspricht. Und wenn das so ist, dann entsteht Enttäuschung, dann entsteht Leiden.
Also wir haben eine tiefe Bedürfnis in uns selbst, Weisheit zu entwickeln, die Dinge zu sehen, so wie sie sind und mit der Realität in Einklang zu sein. Wir haben auch ein großes Bedürfnis, unsere Individualität zu entwickeln. Wie kann ich das am besten ausdrücken? Was wir sind, ist zum sehr großen Teil bedingt von sehr vielen Elementen. Ja, von Erfahrungen aus der Vergangenheit, unserer Erziehung, ja, unserem Hintergrund. Und durch diese Konditionierungen sind wir nicht wirklich frei. Wir reagieren ständig auf unsere Umgebung, auf eine Art und Weise, die von unserer Konditionierung bedingt ist. Also statt kreativ mit unserem Leben umzugehen, reagieren wir. Und das bringt uns auch oft in Probleme. Also was ich meine mit Entwicklung der eigenen Individualität, damit meine ich, dass wir uns so entwickeln, dass wir befreit werden von aller Arten von Bedingtsein, aller Arten von Konditionierung. Dass wir wirklich ein freier Mensch werden können. Und eine von den wichtigen Bedingungen, die wir haben, ist, dass wir glauben, dass wir ein Ego haben. Ein Ich, was viele Rechte hat und wenig Pflichten. Das Ich fragt, das fordert und will eine ganze Menge von der Realität, auch wenn es nicht realistisch ist. Und Teil von spiritueller Entwicklung, und ein sehr wichtiger Teil davon, vielleicht die Essenz davon, ist diese, über diese Ego hinaus zu wachsen. Zu merken, dass diese Art von Egoismus eine Art von Illusion ist, die uns eigentlich viel mehr Schwierigkeiten schafft, als dass es uns das bringt, was wir davon hoffen. Auf dieser Ebene findet man Sex als Bedürfnis nicht zurück. Oder vielleicht doch. Sex spielt nur eine Rolle auf der spirituellen Ebene, insoweit wir versuchen, unsere sexuellen Energien zu integrieren und zu transformieren, sodass wir sie für höhere Ziele anwenden können. Also in unsere Sexualität ist eine ganze Menge Energie rein. Und das ist einfach Energie. Nicht gut, nicht schlecht, einfach Energie. Diese Energie können wir benutzen für unsere Entwicklung. Und das werden wir nur schaffen, wenn wir sozusagen unsere Sexualität integrieren und transformieren können. Wie wir das machen können, da werde ich später drauf, am Ende meinen Vortrag drauf zurückkommen. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt von spirituellem Leben, das zu tun. Wenn wir den Mensch sehen als eine Person, der sich entwickeln kann, dann kann man eigentlich dann in Einklang mit diesen drei Ebenen auch mehrere Typen oder mehrere spirituelle oder Entwicklungsebenen von Menschen unterscheiden. Wir fangen erstmal unten an. Und das ist mit dem tierischen Mensch. Der tierische Mensch befindet sich völlig sozusagen auf der biologischen Ebene. Er beschäftigt sich nur mit seinen biologischen Bedürfnissen. Ja, also er beschäftigt sich damit, er muss Essen haben, wie das auch kommt, er wird es kriegen. Er muss Beschützung haben, und so die anderen Sachen, er beschäftigt sich mit seiner Nahrung, seiner Kleidung, seinem Schlaf und seiner Gesundheit. Vielleicht dann manchmal auch noch nicht mit seiner Gesundheit. Und dann auch beschäftigt er mit seinen sekundären Bedürfnissen und dann vor allem mit Sex. Dieser Mensch, dieser tierische Mensch, ist kaum anwesend auf der psychologischen Ebene. Er ist nur voll mit seinen körperlichen Bedürfnissen beschäftigt und überhaupt nicht auf einer spirituellen Ebene. Der nächste Schritt ist der, was ich vorsichtig nenne, der neurotische Mensch. Er ist schon ein bisschen weitergekommen, aber er beschäftigt sich noch immer auf eine neurotische Art und Weise, überwiegend mit körperlichen Bedürfnissen, mit biologischen Sachen. So, Nahrung, Sex, Schlaf. Kaum auf der psychologischen Ebene und auch nicht auf der spirituellen Ebene. Machen wir einen Schritt weiter.
auch mal wieder ein gefährliches Wort, aber hatte kein besseres, einfach der durchschnittliche Mensch. Also die meisten Leute, es gibt so viele Millionen Menschen in Deutschland, sag mal, die meisten davon sind vielleicht eher auf einer Ebene, wo sie sich teilweise mit biologischen Bedürfnissen beschäftigen, teilweise auch mit psychologischen Bedürfnissen. Und vielleicht gibt es auch noch ein kleines Teil, was sich mit spirituellen Sachen beschäftigt. Dann der kultivierte Mensch beschäftigt sich überwiegend mit psychologischen Bedürfnissen. Auch teilweise mit biologischen Bedürfnissen. Und teilweise mehr und mehr beschäftigt er sich mit spirituellen Bedürfnissen. Der spirituelle Mensch beschäftigt sich aber überwiegend mit spirituellen Bedürfnissen und noch kaum mit biologischen Bedürfnissen. Er braucht das weniger und weniger. Also was man sieht in geistiger Entwicklung, ist, es gibt eine Bewegung, ja, weg von der biologischen Ebene, ohne es zu verneinen, ja, es ist da, man verneint es nicht, aber die Energie wird mehr und mehr in eine psychologische Ebene reingebracht und von der psychologischen Ebene mehr und mehr in eine spirituelle Ebene reingebracht. Also das spirituelle Leben, das geistige Leben, hat das Ziel, vollkommenes Wohlsein zu erlangen. Und dieses Wohlsein die besteht aus ein völlig gereiftes Bewusstsein, was emotional völlig gereift ist, was intellektuell völlig gereift ist und was intuitiv völlig gereift ist. Sex aber gehört auf diese niedere Ebene, ja, diese körperliche Ebene, auf die biologische Ebene. Und man merkt einfach, dass wenn man einen spirituellen Weg folgt, dass die körperliche Ebene weniger und weniger wichtig wird. Also Sex wird weniger und weniger wichtig. Es verliert allmählich seine Wichtigkeit. Und das ist teilweise ein automatisches Prozess. Ja, man merkt einfach, dass es passiert. Man merkt, dass indem man erfolgreicher wird in der Meditation zum Beispiel, dass die Interesse abnimmt. Und das ist ein bisschen wie, Kinder, die aufwachsen und ihre Interesse an ihre Spielzeuge verlieren. Es ist nicht, dass die Spielzeuge nicht richtig waren für die Kinder, die sind richtig für die Kinder, aber wenn sie Erwachsene sind, dann sind die nicht mehr richtig für Kinder. Und das ist, was mit Sexualität und spirituellem Wachstum passiert. Man merkt einfach, dass man es hinter sich lässt. Es ist nicht mehr so wichtig. Also teilweise ist das automatisch. Es ist auch teilweise ein gewolltes Prozess, etwas, wofür man will. In diesem Sinn geben wir eine kleine Freude auf, um eine große Freude zu erlangen. Vielleicht, dass wir die Interesse noch haben, aber auf einen Punkt kommen, dass wir sagen, ja, aber eigentlich will ich etwas, was besser ist, was mehr ist. Und dass man in diese Richtung anfängt, Sex hinter sich zu lassen. Also was ist denn diese große Freude, die man möglicherweise erwarten kann, wenn man so aus Sex herauswächst? Es ist die völlig glückselige Zufriedenheit und Erfüllung, die entsteht, wenn wir sexuelle Begierde überwunden haben und sexuell völlig unabhängig geworden sind. Also es ist nicht ein Abwesen sein von etwas, was früher Spaß gemacht hat, aber es ist ein Entstehen von etwas, was schöner ist. Es ist ein Entstehen von einem sehr großen inneren Reichtum. Das Wort, was man im Buddhismus benutzt für jemand, die ein Leben in Keuschheit lebt, ist Brahmacharya. Das Praktizieren von Brahmas Leben sozusagen. Und Brahma ist einer von den Göttern in Indien, in der indischen Mythologie. Also er ist ein Gott auf einer ziemlich hohen Ebene, der völlig zufrieden ist und für wen Sex überhaupt keine Rolle mehr spielt. Also man bewegt sich eigentlich durch Keuschheit auf eine Ebene, wo man wie ein Gott ist.
und worum wir uns vielleicht nicht vorstellen können, dass es attraktiv sein kann, ist es doch eine sehr attraktive Situation. Also, damit habe ich versucht, so ein bisschen darzustellen, welcher Stellenwert ist Sex in Sexualität in diese Bewegung, in diese spirituelle Bewegung hat, von niedere Ebene zu höhere Ebene, von der Entwicklung von unserem Bewusstsein. Aber vielleicht kann ich noch ein bisschen weiter auf Sexualität selbst eingehen. Man kann sich die Frage stellen, wenn es zu dem spirituellen Weg gehört, sexuelle Bedürfnisse zu überwinden, bedeutet es dann, dass Sex eigentlich schlecht ist? Um auf diese Frage einzugehen, muss ich etwas über buddhistische Ethik sagen. In buddhistischer Ethik gibt es keine moralischen Gebote. Es gibt Richtlinien. Und die Richtlinien helfen uns, ethisch zu werden. Und das heißt, dass wir, wenn wir im buddhistischen Sinne ethisch sind, mehr und mehr wie ein erleuchteter Mensch werden. Die Richtlinien sind eigentlich Beschreibungen, wie ein erleuchteter Mensch lebt, wie ein Buddha lebt, wie er sich verhält. Wenn man anfängt, sich auch so zu verhalten, dann bedeutet das, dass man jedenfalls teilweise erfährt, wie es ist, ein erleuchteter Mensch zu sein. Also Ethik ist das, was uns zur Erleuchtung führt, und Nicht-Ethik ist das, was uns von Erleuchtung abhält. Wie sieht das aus in Bezug auf Sexualität? In buddhistischer Ethik gibt es keine Art von sexueller Begierde, die entweder schlecht oder sündig ist. Ja? Das Begriff, etwas ist schlecht oder sündig, gibt es im Buddhismus überhaupt nicht. Das ist von christlichem Ursprung. Das hat nichts mit Buddhismus zu tun. Also keine Art von sexueller Begierde ist schlecht oder sündig. Ja? Heterosexualität ist nicht sündig, Homosexualität ist nicht sündig. Ja? Wenn es mir ansprechen würde, nackt über die Straßen hier zu rennen, ist nicht sündig. Ja? Wenn es mich anziehen würde, in Frauenkleider über die Straßen zu rennen, ist auch nicht sündig. Es ist einfach sexuelle Begierde. Ja? Nichts mehr als das. Und diese sexuelle Begierde entsteht aus einem natürlichen Trieb. Und diesen Trieb kann man folgen oder kann man nicht folgen. Aber es gibt sexuelle Fehlverhalten. Und als Buddhist nimmt man sich vor, sich von solchen sexuellen Fehlverhalten zu enthalten. Die Leute, die ein bisschen mehr über Buddhismus kennen, wissen, dass diese Vornehmen der dritte Vorsatz ist. Also was ist denn im Buddhismus sexuellen Fehlverhalten? Was versteht man darunter? Das Prinzip hinter dieser ethischen Ansicht sozusagen ist Gewaltlosigkeit. Das ist das allgemeine Prinzip von buddhistischer Ethik. Ja, in buddhistischer Ethik versucht man absolut gewaltlosig zu sein, ja, kein Gewalt anzuwenden. Und wie sieht das denn aus in Bezug auf Sexualität? Es gibt eigentlich zwei Arten von sexueller Gewalt. Die erste Art ist jede Art von Machtanwendung, um sexuell zu kriegen, was man haben will. Das ist eigentlich ein Standard-Machtmittel unter Männern. Beispiele dafür sind, ja, die grobe Beispiele, so wie Vergewaltigung. Und das schließt auch ein Vergewaltigung innerhalb der Ehe. Ja, Machtmissbrauch, um Sex zu kriegen. Es schließt auch ein Ehebruch. Das ist Gewalt gegen den Ehepartner. So, der eine Partner wird es schon schön finden, aber die andere Ehepartner nicht. Wenn die andere Ehepartner völlig einverstanden ist, dann kann man nicht mehr vom Ehebruch sprechen. Also, das schließt nicht aus, dass, buddhistische Ethik schließt nicht aus, dass ich mich zum Beispiel in eine Beziehung begebe mit jemandem, der verheiratet ist, wenn alle Beteiligten völlig einverstanden sind und wenn ich ganz klar darüber bin, dass es nicht nur ein intellektuelles Einverstandensein ist, aber Einverstanden im Herzen. Also es ist nicht, dass im Buddhismus die Ehe heilig ist, absolut nicht, aber man guckt sich einfach an, wenn ich das und das mache,
bringt das Leiden. Ja. Ist das eine Art von Gewaltanwendung gegen eine dritte Person? Anderes Beispiel von sexueller Gewalt ist Sex mit Minderjährigen. Minderjährige haben nicht die Möglichkeiten und Fähigkeiten, sich wirklich auf eine gleiche Ebene in eine sexuelle Beziehung zu geben als Erwachsene. Und deshalb ist Sex mit Minderjährigen eine Art von Gewalt, also Kinder. Dann gibt es Arten von sexueller Ausbeutung. Zum Beispiel die organisierte Prostitution. In dem Sinne, dass Männer Frauen ausbeuten, um diesen Beruf zu üben, auszuüben. Also die Ausbeutung ist nicht drin, dass eine Frau sich entscheidet, diesen Beruf zu machen, aber wenn ein Mann eine Frau dafür einsetzt, ja, und dass sie das wirklich will. Ähnliche Weise, sexuelle Gewalt ist Prostitution, das aus Armut stattfindet. Ja. Hier ist derjenige, der ausbeutet, ist der Kunde. Ja. Und ich denke da zum Beispiel an Sextourismus in Thailand, ja, wo viele Leute aus dem Westen dahin fahren, um da auf eine billige Weise Sex zu kriegen. Und die Menschen da haben wenig Wahl, weil sie kein Geld haben, sie ein großes Armut leben. Das sind vielleicht die grobere Formen, aber es gibt auch eine ganze Menge feine und subtile Formen. Und die sind für uns vielleicht wichtiger. Ja? Also sexuelle Gewalt ist zum Beispiel Sex durch subtile Bedrohung oder Manipulation. Auch wenn das sehr, sehr typisch ist. Ich will einige Beispiele geben. Wenn man sagt, wenn du nicht mit mir schläfst, dann werde ich das und das machen. Dann werde ich dich verlassen. Dann will ich das und das tun. Und dann will ich meine Zuneigung zurückhalten. Das ist sexuelle Gewalt. Weil man gibt die andere Person nicht wirklich die Freiheit, selbst zu wählen, was diese Person will. Andere Art von sexueller Gewalt existiert aus einer falschen Ansicht. Das ist, wenn man sagt, ja, du musst mit mir schlafen, sonst werde ich verrückt. Ich muss Sex haben. Ja? Man kann lachen, aber das wird benutzt. Ja? Das wird benutzt. Also die Rationalisierung ist, dass wir nicht ohne Sex leben können. Und das stimmt nicht. Eine verwandte Rationalisierung ist, wenn man so etwas sagt wie, ja, jetzt bin ich aufgeregt, jetzt musst du mit mir schlafen. Ja? Jetzt kann ich nicht mehr zurück. Das ist Quatsch, stimmt nicht. Also das sind Ansichten, die wir benutzen als Mittel, um andere Menschen unter Druck zu setzen. Es ist Gewalt. Oder wäre eine Variante davon, wenn du das und das von mir willst, dann musst du mir nicht schlafen. Verkaufen. Also das ist etwas, was vor allem Männer tun. Weil Männer vielleicht im Allgemeinen. Im Allgemeinen. Oh, im Allgemeinen vielleicht mehr auf die körperliche Ebene gerichtet sind. Aber die Frauen kommen jetzt. Die zweite Art von sexueller Gewalt. Ja, das ist die Anwendung von Sex selbst als Manipulationsmittel, um zu kriegen, was man haben will. Das wird oft von Frauen praktiziert. Und sehr viele Ehen und anderartige sexuelle Beziehungen sind auf dieser Art von sexueller Gewalt basiert. Du kriegst Sex von mir, wenn ich das und das kriege. Also ist ein Austauschgeschäft. Ein paar Beispiele für Austauschobjekte. Ein Beispiel ist Geld oder finanzielle Sicherheit. Du kannst mit mir schlafen, wenn du mir heiratest. Wenn du mir heiratest, dann bin ich sicher, dass ich eine finanzielle gesicherte Zukunft habe. Es gibt eine berühmte Feministin aus den 70er Jahren, und es tut mir leid, ich kann den Namen nicht erinnern im Augenblick. Die hat geschrieben, dass die Ehe die meist verbreitete Art von Prostitution ist. Starke Aussage. Ein anderes Element als Austauschobjekt ist Status und Einfluss, ja, Macht. Es gibt Historiker, die behaupten, dass die Welt regiert wird von den Ehegattinnen, von den Regierern.
Und ein dritter Austauschobjekt, ein ganz subtiles Austauschobjekt, sind Kinder. Du kannst mit mir schlafen, wenn du mich heiratest und mir Kinder erzeugst. Der Mann hat kein Interesse an Kindern, der Frau will Kinder haben und du wirst sie kriegen, indem sie diesen Austausch macht. Leider werden Kinder in Ehen sehr oft als Machtmittel benutzt. In der Psychologie werden sie manchmal die Geisel der Ehe genannt. Also dies sind Machtspiele, die man benutzt, um mit Sex zu kriegen, was man haben will. Diese Art von sexueller Gewalt, so wie das letzte, was ich genannt habe, wird am meisten nicht offen ausgeübt. Es ist eher so unterschwellig, ja, teilweise unbewusst. Ja, viele Menschen praktizieren die Art von Gewalt, ohne dass sie es wissen. Es ist eigentlich auch so eingebacken in unsere Verständnis vom Leben. So geht das doch. Menschen machen das doch so. Ja? Wir stellen uns keine Fragen. Was passiert da eigentlich? Aber wenn man versucht, ein bisschen bewusster zu leben, dann muss man sich noch die Fragen stellen. Ein weiterer Aspekt von Gewaltlosigkeit in Bezug auf Sex oder Sexualität ist die positive Absicht, wegen unserer sexuellen Begierde in keinerlei Weise Leiden für andere zu verursachen. Also es hängt sehr mit Gewalt zusammen, aber manchmal werden wir vielleicht das Gefühl haben, dass wir keine Gewalt anwenden, aber wenn wir uns genau angucken, werden wir doch Leiden verursachen. Ich will ein Beispiel davon geben. Das Beispiel ist Promiskuität. Das bedeutet, mit mehreren Partnern sexuelle Beziehungen zu haben. In sich selbst gibt es nichts, was falsch ist mit Promiskuität. Es ist einfach ein Wahl, den man machen kann. Es ist nicht so, dass das schlecht ist. Man kann einfach sich entscheiden, ich möchte mit mehreren Menschen sexuelle Beziehungen haben. Aber, wenn man das machen will, dann soll man keine Beziehung anfangen mit einer Person, die darunter leidet. Das ist ganz einfach. Aber die Realität zeigt, dass das nicht so ist. Man fängt Beziehungen an und man weiß ja, diese Person würde das sehr schwierig finden, aber das ist ihr Problem, ja? Oder das ist sein Problem. Also wir nehmen nicht wirklich Verantwortung für, was wir tun. Wir müssen einfach nachdenken und reflektieren. Was für Folgen haben meine Taten? Wenn man mit mehreren Partnern Beziehungen haben will, völlig okay. Aber mach es nur mit Leuten, die das schaffen können, ohne zu leiden. Dann ein dritter Aspekt von Gewaltlosigkeit in Bezug auf Sex ist, dass man sich selbst kein Leid zufügt. Das kann auch ganz leicht passieren. Hier gibt es zwei mögliche Extreme. Erstmal gibt es eine zu große Nachgiebigkeit in Bezug auf unsere eigene Begierden. Zu viel Sex, entweder alleine oder mit Partnern, ist eine Verschwendung von Energie und Lebensfreude. Es bringt nur Unzufriedenheit. Das kann man einfach in der Praktik nachvollziehen. Also es ist nicht, dass es schlecht ist, aber es bringt uns nicht, was wir wollen, und es bringt eigentlich nur Unzufriedenheit und wir verschwenden unsere Energie. Was zu viel ist, da gehe ich nicht drauf ein. Das ist persönlich. Ja? Muss jeder für sich selbst rausfinden. Und es ist auch keine feste Sache. Was heute okay ist, ist vielleicht in 5 Jahren zu viel. Jedenfalls in 20 Jahren zu viel. Das andere Extrem ist unangebrachte Askese. Sich dafür wählen, Keuschheit zu praktizieren, aufgrund von falschen Gründen. Aufgrund von zum Beispiel tiefen, irrationalen Schuldgefühlen. Oder aufgrund von Selbsthass. Ich werde Keuschheit praktizieren. Und man eigentlich, was man macht, ist, man schädigt sich selbst. Man fügt sich selbst Leiden zu. Auch wenn selbst Hass oder auch Schuldgefühl. Also das hat keinen Sinn. Wenn man einen Weg folgt von Keuschheit, soll man es machen aus Freude, aus Begeisterung, weil es uns anzieht. Ja, das ist sehr wichtig. Ja, Gewaltlosigkeit in Sexualität ist eigentlich nur eine Ebene, ist eigentlich mehr eine niedere Ebene von Ethik. Im Buddhismus ist Ethik nicht absolut, aber ist relativ.
Je ethischer man wird, desto höher setzt man auch seine Ziele. Also es ändert sich. Was für mich heute ethisch ist, wird für mich morgen oder in der Zukunft vielleicht nicht mehr ethisch sein, weil ich mich weiterentwickelt habe. Ja, also ich bin dann vielleicht so gewachsen, dass ich mich höhere Ziele setzen kann. Wenn ich das nicht tue, könnte man sagen, dass ich unethisch bin. Wenn man darauf dann noch daran denkt, dass ich ethisch formuliert habe als das, was zur Erleuchtung führt, und unethisch als das, was uns von Erleuchtung abhält. So, ein ethischer Weg im Buddhismus ist ein Weg, wo man immer mehr und mehr und mehr ethisch wird. Also man hat keinen Punkt, wo man sagt, ja, dann, so ist es und so soll es auch immer sein. Ja, also es gibt in Bezug auf Sexualität auch eine höhere Ebene. Und diese höhere Ebene ist die Ethik der sexuellen Enthaltsamkeit und Zufriedenheit. Nochmals, nicht weil wir glauben, dass Sex schlecht ist, aber weil Sexualität letztendlich, so wie wir gesehen haben, zu einer niederen Ebene des Menschseins gehört. Ja? Das ist keine Bewertung, das ist einfach nur vom Spirituellen her sozusagen, kann man sehen, man wächst raus. Und im Buddhismus gibt es nicht so etwas wie vollkommene Sexualität. Ja? Ich werde meine Sexualität perfektionieren. Ja? Das gibt es nicht im geistigen Leben. Ja? Man lässt es hinter sich. Also die Idealisierung von Sexualität wird einfach gesehen als eine Rationalisierung von unseren Begierden. Der sexuell vorkommende Mensch ist der Mensch, der Sexualität überstiegen hat, der keine Sexualität mehr braucht, um sein Ego zu stärken. Er hat einen inneren Frieden entwickelt, eine innere Ganzheitlichkeit gefunden. Er hat die männliche Qualitäten und die weibliche Qualitäten völlig in sich vereint. Viel von Sexualität hat damit zu tun, dass wir auf der Suche sind nach Qualitäten, die diese andere Person hat. Ja? Und wir versuchen, diese Qualitäten uns zuzueignen, indem wir mit dieser Person zusammengehen und eine sexuelle Beziehung aufbauen. Aber das Alternativ ist, dass man diese Qualitäten in sich selbst entwickeln kann. Stärker noch, wenn man sich in eine sexuelle Beziehung festlegt, wird es viel schwieriger sein, diese Qualitäten zu entwickeln, weil die sind schon da in dieser anderen Person. Nur das Problem ist, dass diese andere Person nicht mehr da ist. Und dann fallen wir wieder auf uns selbst zurück. Also, man könnte sagen, vom spirituellen Standpunkt her, ist die Integration von männlichen und weiblichen Qualitäten ist die wahre sexuelle Vereinigung, ja, die innerliche sexuelle Vereinigung. Geschlechtsverkehr ist nur eine Pseudo-Vereinigung. Ja. Das ist nur von kurzer Dauer, ein paar Minuten. Ne. Bleibt nicht. Es macht Spaß, aber es ist nicht mehr als das. Also der vollkommene Mensch lebt in einer ständigen Glückseligkeit, nicht die dauernd ist, weil er diese Vereinigung in sich selbst gefunden hat. Ja. Und nicht, weil diese Vereinigung außerhalb sich selbst ist. Also wenn ich diese zwei Ebenen, ganz grob die niedere Ebene und höhere Ebene, nebeneinander setze, dann kann man sehen, ja, Ethik ist nicht eine feste Sache, aber ist etwas, worum man von einer Ebene zur nächsten Ebene geht. Also für Person A zum Beispiel wird es ethisch sein, eine sexuelle Beziehung mit einer verheirateten Person abzubrechen. Ja, für Person B wird es ethisch sein, liebevoller in einer sexuellen Beziehung zu sein. Für Person C wird es ethisch sein, sexuelle Beziehungen überhaupt aufzugeben. Für Person D wird es vielleicht ethisch sein, absolute Keuschheit zu praktizieren. Je weiter man auf den Weg kommt, desto höher sind die Ansprüche an eigenen ethischen Verhalten. Okay, ich habe eine ganze Menge geredet über was Buddhismus von Sex hat. Aber vielleicht ist es auch interessant, nur zu fragen, ja, was halten Buddhisten denn von Sex? Es gibt vielleicht noch Unterschiede. Was halten praktizierende Buddhisten von Sex? Ich habe da drei Personen gewählt. Erstmal der buddhistische Mönch aus dem 11. Jahrhundert aus Tibet, Gampopa, hat ein Buch geschrieben und da ihm sagte, einiges über Sexualität. Dann
zweite Person ist Sangharakshita. Sangharakshita ist der Gründer von unserer spirituellen Bewegung, von den Freunden des westlichen Ordens. Und er lebt in England. Und der dritte Person, die ich mal nachfragen möchte, ist Bodhimitra, das bin ich selbst. Da wird es wirklich, spannend. Okay, wir fangen mit Gampopa an. Also Gampopa lebte von 1079 bis 1153 in Tibet. Und er war ein großer buddhistischer Gelehrter, ein Schüler von Atisha und von Milarepa. Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt, Ihr kostbares Buch, Ihr Befreiung. Es geht ganz viel um diesen Buch, aber was für uns jetzt interessant ist, ist, dass er so einiges schreibt über sexuelle Fehlverhalten. Und er schreibt das in Bezug auf nicht buddhistische Mönche und Nonnen, weil das ist wieder eine andere Klasse sozusagen, aber einfach auf Bezug von praktizierenden Laien, von Buddhisten, die nicht eine Mönch oder Nonne Weg folgen. Also, was sagt er? Sexuelle Fehlverhalten. Es gibt drei Hauptbeispiele. Erstmal sexuelles Fehlverhalten mit Familienangehörigen oder Inzest. Brauche ich nicht so viel darüber zu sagen. Das zweite, sexuelle Verhältnis mit einer Person, die in einer festen Beziehung ist. Also ich gehe davon aus, wenn jemand eine feste Beziehung hat, soll man diese Person einfach in Ruhe lassen. Es sei denn, dass diese Person diese feste Beziehung verbrechen will, dann ist sie wieder frei. Aber sonst, es ist in Gampopas Worte unethisch zu versuchen, eine Person aus einer sexuellen Beziehung rauszuziehen und für sich selbst zu gewinnen. Weil das ist eine Art von Gewaltanwendung gegen den dritten Person, die da auch einbezogen ist. Ja? Und die Neigung, die wir haben, wenn wir uns verlieben in eine Person, ist nur noch diese andere Person zu sehen. Ja? Du und ich und die ganze Welt. Manchmal vergisst man das auch noch. Ja? Aber diese dritte Person, die auch noch da ist, will man auch sehr gerne vergessen. Und das ist Rationalisierung von unserer Begierden. Dann sagt Gampopa, er schreibt, seksuele Fehlverhalten ist ein seksuele Verhältnis mit einer Person, die einem Harem gehört. haben wir keine Probleme damit, glaube ich. Ne? Aber hier auch wieder das Prinzip ist, Gewalt gegen ein Harem. Ich wusste nicht, dass es in Tibet auch Harems gibt. Das war neu für mich. Vielleicht ist es auch eine Fehlübersetzung von diesem deutschen Buch. Dann unangemessenes Verhalten. Und er sagt, das ist entweder auf kulturelle Gründe oder auf religiöse Gründe. Unangemessenes Verhalten ist erstmal Geschlechtsverkehr an unangemessenem Ort. Mir macht solche Sachen Spaß. und in Ländern, als Beispiele, in einem Ort, wo religiöse Praxis praktiziert wird, religiöse Übungen praktiziert werden. So ein Tempel, ja, oder ein FEPO-Zentrum. Ja. Es würde unethisch sein, hier im Zentrum zu schlafen, ja, Sexualität zu üben, zu praktizieren. Weil wir hier versuchen, auf eine andere Ebene zu funktionieren. Ja. Und man würde eigentlich diese Gebäude oder ein Tempel oder was es auch ist, würde man bestimmterweise so nach unten ziehen, wenn man solche Sachen reinlegt. Ja. Das gilt auch zum Beispiel für, wenn man auf Retreat geht, ja, in Kühlhude. Ja. Es gibt dann manchmal auch gemischte Retreats. Es würde wirklich ein Missbrauch von der Situation sein, wenn man da versuchen würde, etwas zu organisieren nach über. Dann sagt er, unangemessenes Verhalten ist Geschlechtsverkehr in der Nähe eines spirituellen Lehrer. Das finde ich ein ganz interessanter Punkt. Ja. Also, was das bedeutet, ist, dass man Mangel an Respekt hat für einen spirituellen Lehrer. Also man bringt solche Sachen einfach nicht zusammen.
nicht mit jemandem, der wirklich versucht, auf eine spirituelle Ebene zu praktizieren. Und dann drittens, an einem Ort, wo viele Menschen versammelt sind. Ja, das ist einfach eine kulturelle Art von Dekorum. Ja, Sex macht man in aller Ruhe zu Hause oder was auch, aber nicht mit vielen Leuten zusammen. Dann, zweite Thema, Geschlechtsverkehr zu unangemessenen Zeit. Er ist sehr, sehr, sehr systematisch, ganz oben. Also erst, dann sagt ihr, es ist unethisch, eine Person zu verführen, die eine Keuschheitsgelübde abgelegt hat. Ja. So eine Nonne oder ein Mönch zu verführen. Das wird als, im Buddhismus als, ja, ein großes Verbrechen gesehen. Weil diese Menschen versuchen, Erleuchtung zu erlangen. Ja. Also was bedeutet das, wenn man versucht, diese Menschen auf einen anderen Weg zu bringen? Man hält sie von Erleuchtung ab. Und Erleuchtung ist das höchste Gut, was es gibt. Ja. Also es ist ein unethische Fehlverhalten. Dann Sexualität während der Schwangerschaft und des Stillens. Wieder vielleicht kulturell. Und, finde ich auch toll, Sexualität am helllichten Tag. Ich muss sagen, das ist eine von den Sachen, die ich gerne mache. Aber wenn man sich eigentlich vorstellt, also ich weiß nicht, wie es in Tibet war im 11. Jahrhundert, aber ich war vor 2 Jahren in Indien, ja, und da gibt es kein Privatleben. Ja? Da gibt es so viele Menschen, alles ist so voll, dass man muss es wirklich, wenn man es machen will, muss man es nachts machen. Ja? Das ist, sonst geht es einfach nicht, das würde sehr, sehr unangebracht sein. Und es ist natürlich auch nicht richtig, andere Menschen sexuell zu stimulieren durch sein eigenes Verhalten. Ja. Ich kann das vergleichen mit etwas, was ich auch in Indien erfahren habe. In Indien wird man nicht gehend auf der Straße, wird man essen. Ja. Weil es gibt so viele Leute, die nichts zu essen haben. Also einfach gehend auf der Straße zu essen, man hat etwas zu essen und die Menschen nicht. Und das ist einfach unangebracht. Das Gleiche ist mit Sexualität. Ja. Wir schaffen es vielleicht, aber es gibt so viele Menschen, die es nicht haben. Also andere Menschen damit zu stören, ist unangebracht. Ah, schön. Geschlechtsverkehr mit unangemessenen Häufigkeit. Das ist jetzt spannend, ne? Was ist unangemessene Häufigkeit? Ich war erstmal sehr beruhigt, wenn ich das gelesen habe. Mehr als 5 Mal hintereinander. Ich habe keine Probleme damit. Dann letztens Geschlechtsverkehr mit Zwangs- und Gewaltanwendung. Ja, das Hauptprinzip, worüber wir schon geredet haben. Ja, ich vermute, dass manche von diese Hinweisen, die Kampopa gibt, sind so mehr kulturell gebunden. Andere haben vielleicht auch einen religiösen Hintergrund. Ja, man musste da wirklich drüber reflektieren, was für sich selbst klar zu kriegen. Aber ich werde jetzt weitergehen und jetzt über Sanghiraksita reden. Also, der Gründer von unserer Bewegung. Was hält ihr von Sex? Erstmal, er hat keine Probleme mit Sex. Ja, Sex ist einfach, so wie gesagt, es ist eine Funktion, biologische Funktion. Das hat seinen Stellenwert im Leben, ja, man muss es nur nicht überbewerten. Und das ist eigentlich sein Hauptpunkt. Also Sanghiraksita ist der Meinung, dass Sexualität viel zu viel Bedeutung hat in unserer Gesellschaft. Die sexuelle Beziehung hat alle anderen Arten von Beziehungen verdrängt. Und insbesondere Freundschaft. Und er sieht das als eigentlich sehr, sehr schade, dass es so ist. Weil Freundschaft ist auch ein sehr wichtiges Hilfsmittel für geistige Entwicklung. Gerade in unseren Kontakten mit unseren Freunden, durch diesen Austausch, können wir gegenseitig uns unterstützen und können wir uns helfen, weiterzuwachsen. Aber in dieser Gesellschaft ist es schwierig, Freundschaft zu entwickeln. Alle Energie gegen sexuelle Beziehungen.
Und das sagt er auch, viel zu viel Energie geht in die Entwicklung und Instandhaltung von sexuellen Beziehungen. Ja. Geht da verloren und steht deshalb nicht mehr zur Verfügung für geistige Entwicklung. Und damit verbunden sind auch viele Menschen sexuell und psychologisch sehr abhängig von ihrem Partner. Und sind eher halbe Menschen sozusagen. Zwei halbe Menschen formen zusammen ein Paar. Und dieses Paar ist nicht zwei Menschen, nein, nur zwei halbe. Ja. Da geht etwas verloren, wenn es so eine völlig abhängige Beziehung ist. Also er sagt, dass eigentlich die Überbewertung von Sex ein großes Hindernis ist auf dem spirituellen Weg. Und vielleicht einige von den Sachen, die das spirituelle Leben im Augenblick sehr, sehr schwierig machen. In dieser Gesellschaft ist es absolut nicht leicht zu wählen für ein spirituelles Leben, weil es gibt eigentlich so einen Druck auf uns, in andere Richtungen zu gehen. Der Buddha hat in dieser Hinsicht auch etwas gesagt, das ist eigentlich nicht so, man könnte sagen, nicht nur etwas von dieser Zeit, auch der Buddha hat schon gesagt, wenn es nur einen Trieb gab, die so stark ist als die sexuelle Trieb, würde es kein spirituelles Leben geben. Es würde einfach zu schwierig sein. Vielleicht mit dem sexuellen Trieb schaffen wir es noch, aber wenn es zwei von solchen Trieben geben würde, es würde einfach zu schwierig sein. Sangharakshita macht auch Empfehlungen. Ja, was kann man machen, um diese Situation mehr in Gleichgewicht zu bringen? Erstmal sagt er, was wirklich hilft, ist eine Selbstverpflichtung zu geistiger Entwicklung. Ja, sich wirklich zu entscheiden, ich möchte meine Energie in diese Richtung bringen. Das wird uns helfen, um Energie aus der biologischen Ebene rauszuziehen. Dann empfiehlt er uns, nicht sexuelle Beziehungen zu vertiefen. Ja, insbesondere Freundschaften, ja, zwischen Personen vom gleichen Geschlecht. Wo diese ganze sexuelle Spannung einfach heraus ist. Dann empfiehlt er, die einige Energien zu verfeinern. Ja, Sexualität ist eine relativ grobe Energie, sind relativ starke Emotionen. Ja, das ist relativ aufregend. Und man kann diese Energien verfeinern, weil bevor man diese Energien im spirituellen Leben reinbringen kann, müssen sie verfeinert werden. Und er empfiehlt da Beschäftigung mit solchen Sachen wie Literatur, Poesie, Kunst, Musik. Ja? Die feinere Arten von Kunst. Das wird uns helfen, auch ja, diese Energie aus dem einen Bereich in den anderen rüberzubringen. Und dann empfiehlt er Teilnahme an eingeschlechtlichen Aktivitäten. Das ist ein großes Thema in den FABO. Eingeschlechtliche Aktivitäten werden uns helfen, um mehr und mehr Mensch zu werden und weniger nur Mann oder nur Frau. Die ganze Energie, die von uns weggezogen wird durch Sexualität, wird davon unterstützt, dass wir in gemischte Situationen ständig in diese Polarität reinkommen, von Mann gegenüber Frau. Ja. Es ist gerade, wenn man, ich weiß, für mich als Mann, wenn ich mit Frauen zusammen bin, dann werde ich sozusagen herausgefordert, als Mann auch mich zu verhalten. Mehr dann, wenn ich mit anderen Männern zusammen bin. Dann merke ich, du findest mich wichtig, dass ich mich als Mann verhalte. Wir finden es wichtig, dass ich mich als Mensch verhalte. So, eingeschlechtliche Situationen bringen das Menschensein in uns raus. Und das ist der Weg, worauf wir auch besser und besser mit unserer Sexualität umgehen können. Dies ist sehr, sehr schwierig zu erklären. Ja? Ich kann es versuchen, aber man muss es eigentlich erfahren. Man muss eigentlich durch die Erfahrung lernen, wie unterstützend eingeschlechtliche Situationen sein können, ja, wie hilfreich sie sein können, dass man in dieser Situation viel mehr sich selbst sein kann, ja, weil man braucht sich einfach nicht so aufzupüßen. Mit solchen eingeschlechtlichen Situationen soll man nicht verwirren mit zum Beispiel die Situation im Armee, ja, Männer untereinander, ja, weil das ist eigentlich gerade das Gegenteil, die putzen sich auch wieder auf in ihre sexuelle Rolle als Männer, ja, große Machos gegeneinander. Ja? Und Frauen haben ihre eigenen Beispiele. Das meine ich nicht. Ja? Aber ich meine die Situation, wo
Männer aus Männer, aus Menschen und Frauen aus Menschen sein können und an sich selbst arbeiten, ohne diese sexuelle Polarisation. Und das wird uns helfen, dann auch in gemischte Situationen echter zu sein und mehr Mensch zu sein, wenn wir solche Erfahrungen haben. Ja, die Freunde des westlichen buddhistischen Ordens, unsere spirituellen Bewegung, die beziehen sich auf Sangharakshita aus ihrer Lehre. Und deshalb gibt es in den FWBO viele Aktivitäten, die nur für Männer oder nur für Frauen sind. Es gibt auch Wohngemeinschaften für Männer und Wohngemeinschaften für Frauen. Und manchmal gemeinsame Arbeitsprojekte für Männer oder für Frauen. Und die meisten Menschen haben die Erfahrung, dass das wirklich eine große Unterstützung ist für spirituelle Entwicklung. Vielleicht gibt es in Anfang Schwierigkeiten, weil man muss sich einfach daran gewöhnen. In so einer Situation wird man vielleicht aus Gewohnheit einfach in alte Verhaltensweisen reinkommen. Dann muss man lernen, nee, braucht das nicht mehr. Aber wenn wir uns daran gewöhnen, dann ist die Erfahrung oft, dass es eine große Erleichterung ist, ja, einfach mal in so einer Situation sein zu können. Ja. Es ist eine Oase von Ruhe in einer Welt, die sexuell völlig überstimuliert ist. Gut, was hält Bodhimitra von Sex? Ja, das wird jetzt auch aufgenommen, ne? So alles, was ich... alles, was ich sage, kann gegen mich benutzt werden. Ich gehe erst auf meine Erfahrung zurück. Ja. Ich merke, dass meine Erfahrung von Sex, Sexualität, ist abhängig von meiner Geistesverfassung. Welche Ebene dominiert gerade mein Bewusstsein? Diese Ebene wird bestimmen, wie ich Sexualität erfahre. Wenn ich dominiert, wenn meine Geistesverfassung dominiert ist von der biologischen Ebene, ja, wenn ich von sexueller Begierde rein bin, wenn ich das auch erlaube und zulasse, dann muss ich sagen, ich finde Sex klasse. Ich finde es angenehm, ich finde es toll, es macht mir Spaß. Dabei muss ich auch zugestehen, dass es manchmal einen Unterschied gibt zwischen Erwartung und Erfahrung. Zwischen Fantasie und Realität. Ja? Und das hat nichts mit meinem Partner zu tun, das hat mit mir zu tun. Ja? Weil in meiner Fantasie kann ich mich ganz große Geschichten ablaufen lassen, aber die Realität ist einfach nicht so. Gut, das dann auf die biologische Ebene. Wie ist es auf die psychologische Ebene? Auf die psychologische Ebene erfahre ich einfach ein Verlangen nach Intimität, nach Nähe, Freundschaft, Zuneigung. Und wenn ich mich mehr in dieser Ebene befinde, dann sage ich, ja, Sex ist schon schön, ist toll, aber es muss nicht sein. Ja? Wo es mir eigentlich vielleicht im Augenblick mehr darum geht, ist, wie mit der anderen Person so ein nahes Kontakt zu haben, ein liebevolles Kontakt. Ja? Wenn es vielleicht auch mal um Sex abläuft, so kann okay sein, aber es ist auch völlig okay, wenn es nicht da ist. Es geht um etwas Besseres. Und dann komme ich auf die dritte Ebene. Ja? Die spirituelle Ebene. Ich trenne das auf in sozusagen eine anfängliche spirituelle Ebene, was ich gleichstellen würde mit einfach zufrieden zu sein. Wenn ich vor mir selbst zufrieden bin, ich bin selbst bewusst, ich bin klar, ich bin zufrieden, dann, ja, dann weiß ich schon, ja, okay, Sex macht mir manchmal auch Spaß, aber eigentlich bin ich jetzt völlig zufrieden, ich brauche es nicht. Vielleicht ist ein Lächeln schon ausreichend, um mich völlig zu befriedigen. Ja? Ein gegenseitiger Blick. Aber das andere brauche ich im Augenblick nicht. Ja? Vielleicht eine andere Zeit, ja. Aber wenn ich in diese Zufriedenheit bin, dann bin ich auch ganz zufrieden. Und dann gibt es noch eine höhere Ebene. Ja? Wenn ich es wirklich schaffe, sozusagen die innere Qualitäten in mir, das Weibliche und das Männliche, zusammenzubringen, da merke ich, dass Sex sehr, sehr weit von mir entfernt ist. Dass das absolute kein Interesse habe. Also das ist erfahrungsgemäß. Ich habe schon erzählt, dass ich 6 Wochen in Spanien war, auf diese solitäre Retreat. Ich bin da wirklich gut in meine Meditation reingekommen und ich habe mich völlig befriedigt gefühlt von meinem Studium, von Dharma, von der Lehre des Buddha. Und in dieser Verfassung würde ich
jede sexuelle Form von Sexualität, was einen Einbruch erfahren habe. Einen Einbruch auf mein innere Gleichgewicht, auf meine innere Ruhe und ja, die Feinheit, die ich in dieser Situation erfahren habe. Also ich kenne alle Ebenen, ja, und ich weiß auch aus Erfahrung, dass ich kann alle Ebenen genießen. Ja. Und ich werde auch nicht sagen, die biologische Ebene soll nicht da sein. Es gibt da vielleicht Zeiten dafür. Aber gleichzeitig weiß ich ja auch, wo ich mich hinbewegen will. Nochmal ein paar Worte über, nicht so sehr erfahrungsmäßig, aber prinzipiell, wie ich zu Sex gestehe, Sexualität. Ich finde es extrem wichtig, wegzukommen vom Schuldgefühl. Ja? Ich glaube, man kann Sexualität nicht hinter sich lassen, wenn man da keine gesunde Einstellung dazu hat und sagen kann, okay, wenn man das macht, dann kann man es auch einfach genießen. So zu sagen, ich glaube, ich soll eigentlich Sexualität überwinden und deshalb, eigentlich finde ich das auch überhaupt nicht toll, das ist nicht echt, ja. Dann macht man sich etwas vor. Also es ist wirklich echt in dieser Erfahrung zu sein. Und dann kann man sagen, okay, ja, schöne Erfahrung, aber, naja. Aber wenn man sagt, ich soll das eigentlich mal nicht machen, aber ich mache es doch und ich mache es heimlich, dann wird es wirklich so eine große Sache. Und das sollen wir vermeiden. Ja, und ich versuche, in Bezug auf Sexualität, versuche ich buddhistische Ethik zu üben. Das gehört zu meiner Praxis als Buddhist. Und das bedeutet für mich, dass ich in meiner sexuellen Beziehung, die ich habe, versuche liebevoll zu sein. Und absolut nicht zu manipulieren. Und das ist nicht leicht. Das fordert eine sehr große Achtsamkeit. Weil die Neigung, die Tendenz ist so leicht. Wir wollen etwas. Ja? Und ganz unbewusst können wir mit Manipulation reinkommen. Und da versuche ich wirklich achtsam zu sein. Ich versuche auch weniger sexuell abhängig zu werden. Ja? Und wie mache ich das? Ich versuche mich voll in meiner Praxis auch Buddhist zu engagieren. Ja? Und in meine Freundschaften zu vertiefen. Sodass die Sexualität zwar da ist, aber ich stehe nicht so ganz mitten in meinem Leben. Und ich versuche Freude in alternative Bereiche zu finden. Ich liebe Musik, höre sehr gerne Oper, manchmal auch sehr sentimental, macht mir auch manchmal Spaß, romantisch und so weiter, aber ich weiß, dass es romantisch ist. Vielleicht macht es noch einen Unterschied. Und ich versuche mich damit auseinanderzusetzen, dass ein Tag kommen wird, worauf ich mich von meinem Partner verabschieden werde und die Freude und Freiheit der Keuschheit wählen werde. Ich mache kein Versprechen, wenn dieser Tag kommt, aber das wird mal kommen, weil ich wirklich glaube, dass das letztendlich mehr Glück bringen wird. Ja, dann versuche ich auch Sangha Rakshita als mein Lehrer, ich versuche seine Empfehlungen ernsthaft zu nehmen. Ich wohne in einer Männerwohngemeinschaft, was mir sehr viel Freude bringt, worauf ich mich erst auch mal einstellen musste. Aber jetzt bringt es wirklich sehr viel Befriedigung. Ich arbeite viel zusammen mit den Männern hier im Zentrum. Ich habe viele männliche Freunde um das Zentrum herum. Und ich versuche dabei, meine sexuelle Beziehung nur eine begrenzte Wichtigkeit in meinem Leben zu geben. Also meine buddhistische Praktik ist absolut primär. Gut. Oh. Ich hoffe, dass euch das erst interessant findet. Was hält der Buddha eigentlich selbst von Sex? Der Buddha ist ein erleuchteter Mensch. Und er hat sich völlig von jeder Art von Begierde freigemacht. Also Sexualität ist für den Buddha einfach kein Thema mehr. Er ist völlig zufrieden, völlig frei und hat all seine Energien zur Verfügung. Und seine Schüler macht er auch Empfehlungen, aber es ist abhängig, welche Art von Commitment, welche Art von Leben diese Schüler leben wollen. Also wenn sie sagen, wir wollen Mönche oder Nonnen werden, oder ja, Keuschheit praktizieren, sagt er, da muss man es auch wirklich machen, 100%. Ja, und nicht raus zurückfahren. Aber wenn man
sich entscheidet, ein Familienleben zu führen, dann sagt er, okay, mach das. Aber versucht da Zufriedenheit zu entwickeln und ja, sexuelle Mäßigung zu praktizieren. Also der Buddha ist auch da sehr pragmatisch. Ja? Er sagt nichts, es soll nicht sein. Er sagt einfach, welchen Weg willst du folgen? Folgst du diesen Weg, machst du das. Gut, ich will jetzt abschließen mit 5 Wegen, um Sexualität zu integrieren und zu transformieren. Ich habe sie eigentlich schon erwähnt, aber ich möchte sie nochmal kurz auf eine Reihe haben. Erstmal, wenn du es machst, genieße es. Ja? Wenn schon, dann schon. Nur dann kann man wirklich frei davon werden. Ja? Und wenn du es nicht genießt, ist es auch okay. Aber mach dich nichts vor. Darum geht's. Dann energiere deine Energie. Viele sexuelle Begierden entstehen einfach aus Langeweile. Wenn man engagiert ist, ja, dann ist es überhaupt, Sex ist überhaupt nicht mehr so ein Thema. Man ist einfach beschäftigt und das befriedigt. Man braucht nichts mehr. Oder nicht mehr so viel. Dann verfeine deine Energie. Such Quellen von Freuden, die feiner sind, auf der Art von Kunst, Literatur. Schreib Gedichte. 4. Punkt, brich aus deinen alten Gewohnheiten raus. Viel von unseren sexuellen Verhalten sind einfach Gewohnheiten. Ja? Wir machen es doch jedes Samstagabend. Naja, ich mache das vielleicht ein bisschen platt. Aber wir sind in alte Gewohnheiten rein. Ja? Und man kann sich die Frage stellen, ist das wirklich, was ich will? Ja? Ist es wirklich, was ich will? Und dann, wenn man es nicht will, einfach aussprechen. Das muss nicht sein. Dann experimentieren. Experimentiere mit sexueller Zurückhaltung. Wie ist es, wenn du ein bisschen mehr zurückhaltend bist? Wirst du zufriedener oder unzufriedener? Vielleicht sind die Erwartungen da ganz anders als die Erfahrung. Man kann experimentieren. Experimentiere mit Freundschaft. Was bringt es dir? Wirklich Freunde mit Personen vom gleichen Geschlecht aufzubauen. Ja, und experimentiere vielleicht mit eingeschlechtlichen Situationen. Komm mal auf einen Retreat für Männer, einen Retreat für Frauen. Letzter Punkt, nach über 1,5 Stunden Reden. Es ist alles nicht so wichtig.